Leute, willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich war heute fleißig, habe schon das YouTube-Video abgedreht, also den Halara Haul. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg zum Sport, wieder mit Alina. Danach gehen wir zum Gartencenter, mal gucken, ob wir da so ein paar Blümchen für die finden, für den Balkon für sie. Ja, das ist erstmal der Plan für heute. Ich weiß nicht mehr genau, was ich im letzten Vlog erzählt habe, aber morgen habe ich auf jeden Fall den nächsten Hebammentermin. Da bin ich mal gespannt, was wir so machen werden oder besprechen werden. Dann habe ich einen Termin für eine Kreißsaalbesichtigung gemacht. Der Termin ist dann aber erst in 2 Wochen ungefähr. Jetzt am Freitag fahre ich meine Familie besuchen. Und die haben auf jeden Fall sehr viele Babysachen noch für mich. Und auch so eine Babywanne und so. Also ich bin mal gespannt, was ich da alles so mitschleppen werde. Ein XXL-Stillkissen ist auch dabei. Leute, dieser Riegel ist bei mir jetzt auf Platz 2. Den gibt es bei Aldi. Mittlerweile jetzt auch beim normalen Aldi und nicht nur bei Aldi Süd. Falls ihr den mal probieren wollt, der schmeckt auf jeden Fall geil. Der ist saftig, der hat innen drin auch noch so eine Füllung. Und den gibt es auch noch in einer anderen Sorte. Und in 3 Sorten gibt es den, aber die dritte war jetzt nicht da. Was ist das für eine Sorte? Erdbeere. Müsst ihr euch mal gönnen. So Leute, ein bisschen haben wir schon was gefunden. Was Schönes Weißes. Wir brauchen jetzt noch was Langes Grünes. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, noch schnell zum Marktkauf zu fahren, um die Glasflaschen wegzubringen. Also die Kisten. Das machen wir jetzt noch schnell. Mal gucken, ob wir noch irgendwas von Marktkauf mitnehmen, kaufen. Leute, ich bin jetzt zu Hause und habe mir auch schon was zu essen gemacht. Sieht jetzt leider nicht mehr so ästhetisch aus, weil ich schon gegessen habe und vergessen habe zu filmen. Ich habe mir auf jeden Fall 125 Gramm Rinderhackfleisch angebraten. Reis, das ist so ein Expressreis gewesen. Und Kidneybohnen. Und dann habe ich in der Mitte so einen Klecks Joghurt mit Salz, Pfeffer und Knoblauch noch gewürzt. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Leute, wir haben Mittwoch. Heute ist der Hebammentermin. Ich freue mich und ich werde jetzt, glaube ich, noch schnell mal über mein Halara-Haul-Video gucken und da ein bisschen was noch hinzufügen. So Leute, I am on the way zur Hebamme. Danach bin ich nochmal mit Alina, weil wir uns um ihre Blumenkästen nochmal kümmern. So Leute, ich bin jetzt da. Ich bin mal gespannt, was wir besprechen werden, was wir machen werden. Ob wir irgendwie auch meinen Bauch messen, mein Gewicht messen, ob man mit diesem Dopton, heißt das glaube ich, ob man dann damit die Herztöne schon hören kann oder so. Ich bin echt mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ich bin jetzt zurück vom Termin und habe auch schon ein paar Teile eingekauft. Ich habe auf jeden Fall am Anfang Urin abgegeben. Dann haben wir so ein paar Sachen besprochen. Ob ich mich zum Beispiel schon mal wieder gemessen habe nach dem Frauenarzttermin. Ja, tatsächlich. Also heute Morgen. Ich habe 61,5 gewogen. Und dann hat die mir sogar auch gesagt, dass ich mich theoretisch, wenn ich wollen würde, auch selber morgens wiegen kann. Vor dem Frauenarzttermin zum Beispiel. Das dann da eintragen kann. Das wusste ich gar nicht, aber klar, logisch. Ich mache das ja für mich. Kann man sich mal überlegen,
weil man hat halt immer so verschiedene Werte, ne? Auch beim Frauenarzttermin hat man immer Schuhe an, Klamotten an und so. Und zu Hause wiegt man sich ja meistens ohne Klamotten oder mit wenig Klamotten und ohne Schuhe und so. Also war mal interessant zu wissen, dass man das machen kann. Dann haben wir meinen Bauch getastet, also um zu gucken, wie das Baby liegt. Ja, das hat wohl mit dem Kopf unten gelegen. Und das kann bis zur 30. Woche, ist das eigentlich egal, wie das Baby liegt. Aber so ab der 30. Woche sollte sich das Baby halt schon ein bisschen entscheiden. Und ja, irgendwann, wenn man so hochschwanger ist, dann ist es ja auch schwierig, dass sich das Baby dann noch dreht, weil halt zu wenig Platz da ist und so. Ja, die Herztöne haben wir abgehört. Sie hat getastet, wie hoch meine Gebärmutter schon liegt. Also ein kleines Stückchen weiter, wie also über dem Bauchnabel halt so ein kleines Stückchen. Dann haben wir meinen Bauchumfang gemessen. Wir haben auch von unten nach oben gemessen. Ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff dafür. Aber ist alles soweit gut entwickelt. Freut mich auf jeden Fall. Und jetzt bringe ich mal meine Einkäufe nach oben. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel gekauft habe, weil am Freitag fahre ich ja schon zu meiner Familie. Ja, ich habe schon zu Alina gesagt, von mir aus kann die heute bei mir essen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch so viel gekauft habe. Ich habe Paprika gekauft, 3 Stück, obwohl ich eigentlich noch 2 zu Hause habe. Also heute gibt es auf jeden Fall Hähnchen mit Paprika. Hähnchenbrust habe ich noch gekauft für Brot. Habe ich noch Erdbeeren für Erdbeerjoghurt. Heute Abend noch zum Nachtisch oder für morgen früh. Dann habe ich mir eine Sriracha Mayo geholt. Da hatte die Alina gesagt, dass sie gut schmeckt. Und ja, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, mehr so Bowls zu essen, so mit Reis und Gemüse und Hähnchen und so. Und dann könnte man die theoretisch auch ein bisschen darüber machen. Natürlich sollte man nicht übertreiben, ne? Hier ist auch 19 Gramm Fett drin und so. Da kommen dann ein paar Kleckse drauf. Aber vom Geschmack her soll die wohl gut sein. Dann habe ich wieder meinen Holunderblüten-Sirup mitgenommen. Der ist ohne Zucker. Den liebe ich. Eine Avocado habe ich übrigens auch noch mitgenommen. Also es wird auf jeden Fall zum Frühstück Avocado-Brot auch geben. An die Leute, die sich für Eistee Pfirsich-Zero interessieren, gibt es übrigens auch. Also auch in Zitrone und in Pfirsich. Leute, wir probieren jetzt von Aldi so Kokos-Pop-Dogs. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Leider lecker. Ja, eigentlich so wie ein Donut. Kleine Donuts oder Berliner mit Kokosgeschmack ein bisschen. Ne? Weiße Schokolade. Mhm. Aber schön fluffig. Mhm, fluffig. Mhm. Für 4 Stück 1 Euro. Kriegt ihr bei Aldi Süd. So Leute, wir haben Abend. Ich habe die Blumenkästen, glaube ich, jetzt nicht mehr gezeigt. Es hat auf jeden Fall nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten und vorgestellt haben. Das war einfach ein bisschen, ja, eine wackelige Angelegenheit. Mal gucken, ob die noch irgendwie so andere Haken bekommt, damit man die Blumenkästen befestigen kann. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt was zu essen gemacht. Wir haben hier einmal Reis, Hähnchen, Tomaten und ich hatte noch Kidneybohnen von gestern übrig. Ich habe auch noch mehr übrig. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle essen soll. Auf jeden Fall kommt hier jetzt noch Sriracha Mayo drauf. Alina hat mir die ja empfohlen. Ich probiere die jetzt mal. Vom Geruch kommt mir die auf jeden Fall bekannt vor. Ich habe das, glaube ich, schon irgendwo mal gegessen. Ich bin echt mal gespannt, wie das schmeckt. Ich glaube, ich mache erstmal ein bisschen weniger, oder? Und ich habe jetzt hier mein Wasser mit Holunderblütengeschmack wieder. Das habe ich schon vermisst. Ich war gerade an einer Raststätte auf Toilette und die hatten einfach warmes Wasser zum Händewaschen. Hä? Geht man ja nicht in den Kreisverkehr rein. Ah, was ist denn da? Was ist denn da? Ja, da wird irgendwas kontrolliert, geguckt, da ist ein Typ. Und dann kommst du nicht da durch, weil schon alles gesperrt ist. Ja, guck, der. Ja, siehst du, der dreht schon ab. Oh Mann. Ja, wir wollen ja nur einkaufen, na Lidl.